Hallo Menschen, heute kommt meine Rezension zu American Gods von Neil Gaiman, was ich zusammen mit Lotte las, die ich euch natürlich auch unten verlinke. Wir waren leider beide eher enttäuscht von diesem Buch, zumal wir durch vorherige Werke des Autors etwas anderes einfach auch erwartet hatten. Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, in American Gods folgen wir dem Protagonisten Shadow, der zu Beginn des Buches gerade aus dem Gefängnis entlassen wird. Er sollte eigentlich von seiner Frau und seinem besten Freund abgeholt werden, allerdings wird ihm dann recht unverblümt von der Gefängnisleitung mitgeteilt, die sind beide tot. Etwas orientierungslos fliegt er dann eben trotzdem so gen Heimat und trifft auf dem Flug den eher dubiosen Mr. Wednesday, der ihm dann ganz plötzlich so einen neuen Job als so eine Art Chauffeur und Laufbursche anbietet. Was Shadow allerdings zunächst ablehnt. Wie gesagt, er ist ein bisschen komisch, auch was er alles so von ihm weiß, und Shadow haut da eher so ein bisschen ab. Allerdings taucht Mr. Wednesday dann immer wieder plötzlich bei ihm auf und letztendlich nimmt Shadow diese Stelle dann doch an. Sowohl der Titel als auch der Klappentext weisen aber schon darauf hin, dass das nicht einfach normale Menschen sind, sondern dass es hier um Götter geht oder allgemein übernatürliche Wesen. Ich persönlich kannte nicht jedes und ich fand es auch sehr, sehr angenehm, dass Neil Gaiman da auch so unter anderem mal ein bisschen unbekanntere folkloristische Wesen damit eingebaut hat. Das war eine wirklich gute Sache. Und dahinter steht allerdings einerseits so die alten Götter, die eben von Immigranten mit in die USA gebracht wurden, aber eben jetzt auch die sogenannten neuen Götter, zum Beispiel der Gott des Internets, des Finanzwesens oder allgemein so der neuen Medien. Diese zwei Seiten stehen sich gegenüber und Shadow so, naja, mehr oder weniger zwischendrin. So, die Grundidee finde ich wirklich ganz interessant. Allerdings gab es so viele Probleme, teilweise auch Kleinigkeiten, die sich dann aber einfach so aufgebauscht haben, dass mir das Buch halt wirklich nicht so gut gefiel. Punkt Nummer 1 ist, dass Shadow ständig so bedeutungsschwangere Träume hat. Jetzt finde ich das vollkommen in Ordnung, wenn in einem Buch beschrieben wird, wie jemand Albträume hat, nachdem etwas wirklich Schlimmes mit ihm passiert ist. Wenn man seine Frau verliert, okay. Aber bei ihm ist es wirklich eher so prophetisch. Und er redet dort mit so einem Büffelmann, der ihm auch halt so Zusatzinfos gibt oder Dinge erklärt. Und wenn halt das halbe Buch irgendwie, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so aus Träumen besteht, dann ist mir das zu viel. Die Träume, die halt auch immer etwas bedeuten und nicht einfach nur Träume sind. Punkt Nummer 2, das Erraten der verschiedenen mythologischen Wesen ist zwar ganz interessant, allerdings fand ich es auch etwas nervig, dass man sofort immer gemerkt hat, ob ein neuer Protagonist ein Gott ist oder nicht. Also, dass das vielleicht mal irgendwie so ein bisschen subtil beschrieben ist und man sich denkt, oh, endlich hat Shadow auch mal einen anderen Menschen gefunden. Nee, man weiß sofort, das ist was Übernatürliches. Auch wenn man noch nicht weiß, wer es ist, sind die einfach so offensichtlich nicht menschlich, dass ich es halt ein bisschen zu plump fand. Ja, und unser Protagonist Shadow wiederum ist meiner Meinung nach viel zu wenig verwundert, wenn man bedenkt, dass der hier gerade mit Göttern agiert. Also ganz am Anfang wundert er sich vielleicht mal noch so ein bisschen, wie kommt denn jetzt der Mr. Wednesday hier in den Raum, in dem ich gerade bin? Ich habe den nicht reinkommen hören oder sehen. Wie kann das denn sein? Aber dann geht er viel zu schnell auf diesen Deal ein und sagt sich, na klar, mache ich mit. Und er weiß ja anfangs noch nicht, wer so dahinter steht, aber so nach dem Motto, du bist aber ein komischer Typ und du kennst auch ganz viele komische Typen, die alle ganz komische Kräfte haben. Da bohre ich jetzt mal nicht weiter nach. Na klar, mache ich mit. Ich bin an deiner Seite. Und so geht es die ganze Zeit. Der trottet auch dem einfach so hinterher. Der macht einfach mit und ist überhaupt nicht irgendwie vielleicht mal erschüttert von dem, was so um ihn herum passiert. Das zeigte sich dann auch so ein bisschen im Plot. Sehr, sehr lange Zeit, bestimmt so 400 Seiten lang, passiert meiner Meinung nach einfach nur so ein Ereignis nach dem nächsten. Es ist immer so eine Episode abgeschlossen, dann kommt halt die nächste und es gibt keinen Tiefgang. Aber auch nicht mal Unterhaltung meiner Meinung nach. Es ist immer so, ja, jetzt passiert was und jetzt passiert was anderes. Mein größtes Problem hatte ich, glaube ich, mit der Sprache. Im Gegensatz zu seinen anderen Werken, die zwar auch so ein bisschen düster angehaucht, aber doch eher so märchenhaft sind, war das hier einfach total plump und vulgär. Ich weiß nicht, ob das lustig sein sollte, aber immer so im Text, also nicht einfach nur, wenn Leute miteinander reden, sondern wirklich im Text standen so Dinge wie Scheißkarre und man liest auch immer mal wieder von Muschi und so und das ist einfach nicht mein Ding. Es gab auch keine einzige Stelle in dem Buch, die ich irgendwie angestrichen hätte, weil es toll formuliert wäre. Ich kann euch nichts vorlesen. Es gab keinerlei Sätze. Ich mir dachte, Mensch, das hat er schön geschrieben. Das ist ein Autor, der wirklich schreiben kann. Und das fehlt mir dann irgendwie schon in dem Buch, wenn das halt 600 Seiten lang ist. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich vielleicht einfach kein
Urban Fantasy Typ bin, denn ich las in dem Genre noch nicht so viel. Und bei so normaler, ich sag mal eher so mittelalterlicher Fantasy habe ich überhaupt kein Problem, in die Welt einzutauchen und mitgerissen zu werden. Und hier hat mich wirklich überhaupt nichts begeistert. Ich hatte auch richtig Probleme, mehr als 10 Seiten am Stück zu lesen. Und spätestens nach 20 habe ich mich immer so ein bisschen gelangweilt und mir gedacht, Mensch, du könntest eigentlich was anders lesen. Im Nachhinein habe ich auch erfahren, dass Lotte eigentlich genauso ging und wir eigentlich beide das Buch vermutlich abgebrochen hätten, wenn wir es nicht zusammen gelesen hätten. Ich meine, wir haben zwar schon darüber geredet, dass es uns eher enttäuscht, aber dass es so schlimm ist, dass wir es eigentlich beide abbrechen wollten, das wussten wir beide nicht so wirklich voneinander. Naja, jetzt haben wir es halt durchgezogen. Was mir auch nicht so gut gefiel, ist, dass es keine Konsistenz oder wenigstens so Pseudo-Erklärungen in dieser Götterwelt gab, denn in einem Fantasy-Buch, na klar, passieren da fantastische Dinge, okay, aber meistens gibt es ja immer so ein Magiesystem, was grobe Regeln hat oder wo man so tut, als gäbe es eine logische Erklärung dahinter. Und hier war es einfach so, ja, manchmal konnten die Götter etwas und dann auch wieder nicht. Manchmal mussten sie sich an irgendwelche altertümlichen Regeln halten und manchmal anscheinend auch nicht. Und das war mir zu wenig. Ich brauche irgendwie ein System dahinter, ich brauche ein paar Regeln oder irgendwas, was so die Geschichte zusammenhält. Ganz am Ende gab es nochmal einen, beziehungsweise so zwei zusammenhängende Plot-Twists, die ich sehr gut fand, die ich auch nicht erwartet hatte und die dem Ganzen etwas mehr Sinn gaben. Aber das war halt wirklich zu spät. Also man hat dann so 500 Seiten schon gelesen, wo es einfach nur so schleppend voranging. Und na klar hätte man das nicht auf der ersten Seite machen können, aber ich kann mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, wie die aktuell neue Version, auf der dann unten steht Director's Cut, so die vom Autor bevorzugte lange Version, wie die besser sein könnte. Unter gar keinen Umständen. Ich fand, das war definitiv schon zu lang, zu unzusammenhängend und einfach zu tröge über weite Stellen. Was mir sehr gut gefallen hat, ich glaube Lotte am Anfang nicht so, am Ende der meisten Kapitel gibt es mal so eine kleine Erzählung, unabhängig der eigentlichen Geschichte, die eben berichtet, wie so verschiedene Emigranten auch zu ganz früher eben nach Amerika kamen und ihren Glauben, ihre Götter halt so mitbrachten. Und die fand ich toll. Und ich glaube, ein Buch mit dem Namen American Gods, was nur solche Erzählungen sammelt, hätte ich viel besser gefunden als eben diese Geschichte mit diesem so apathischen Protagonisten, der da in eine recht unerklärte Götterwelt hineingeworfen wird. Also sowas hätte mir wirklich gut gefallen. Das war am interessantesten für mich, halt auch am vielseitigsten. Es gibt ganz verschiedene Perspektiven und die kommen halt immer nur so ganz kurz am Ende mancher Kapitel. Und ich glaube, so auf in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel des Buches kommen die dann auch nicht mehr vor. Ja, beim Thema Religion und Immigration hätte ich einfach auch viel, viel mehr erwartet. Es wird so kaum drauf eingegangen. Es gibt immer einen Satz, der immer wieder wiederholt wird, nämlich: Die USA sind kein Land für Götter, wo ich mir auch dachte, na, das kann eigentlich auch nicht so ganz hinhauen. Nur weil so vielleicht die alten Götter und die nordische Mythologie halt nicht mehr so präsent dort ist, heißt das ja nicht, dass die USA kein Land für Götter sind. Also, ich hätte irgendwie mehr Überlegungen vielleicht auch zur Religion erwartet und das kommt halt eigentlich gar nicht vor. Ja, und dann noch eine letzte Sache. Ich sagte ja bereits, dass ich die Grundidee eigentlich nett finde. Es ist zum Beispiel sehr, sehr interessant, eben von der Königin von Saba zu hören, die zu ihren Lebzeiten als Göttin verehrt wurde, wie sie halt jetzt am Straßenstrich steht. Das sind interessante Perspektiven. Aber eigentlich habe ich auch ein Problem, so moderne Medien und Geld als Götter zu bezeichnen. Denn ja, man kann das alles metaphorisch sehen und sagen, wir opfern ihnen unsere Zeit, ich opfer meinem Laptop meine Zeit, aber das ist ja eigentlich ein ganz anderes Verhältnis, als wir es sonst zu Religionen und Göttern haben, finde ich. Also ich glaube ja zum Beispiel nicht an meinen Laptop oder glaube, dass wenn ich ihm nun Zeit opfere, er dann meine kranke Schwester heilt oder so. Und es gibt ja auch, also zumindest in meinem Leben, ich habe jetzt keine Rituale rund um meinen Laptop, außer vielleicht in Abständen Updates zu ziehen. Aber das ist für mich ein ganz, ganz anderes Verhältnis als zur Religion. Und deswegen fand ich dann auch manchmal so diesen Kontrast neue, alte Götter halt irgendwie ein bisschen unangebracht. Oder warum man das halt jetzt nun als Götter bezeichnen muss. Was man dann auch noch mal speziell daran sieht, ohne dass ich jetzt spoilern will, aber irgendwann tötet irgendjemand einen dieser neuen Götter. Und wie gesagt, ich möchte euch nicht sagen, wer es ist. Sagen wir mal, es ist vielleicht das Finanzwesen oder es ist das Internet und so. Und natürlich hat das gar keine Auswirkung, nur weil der Gott getötet wird, ist ja das Finanzwesen immer noch da. Und im Umkehrschluss würde das ja bedeuten, wenn das Finanzwesen noch da ist und die Menschen ihnen Zeit opfern, dann ist ja eigentlich auch noch der Gott da. Deswegen ergibt es ja überhaupt keinen Sinn, diese Götter zu töten oder es bringt nichts, dass es da eine Personifikation dahinter gibt, denn die Sache ist ja noch da. Und das fand ich einfach alles so irgendwie so ein bisschen inkonsequent und
meh, trifft das wirklich ganz gut. Ich glaube wirklich, das Beste an diesem Buch sind mit die LGBTQ-Momente oder Beziehungen, die auch total unkommentiert gelassen werden. Das finde ich toll. Die aber halt leider mit der Geschichte wirklich nichts zu tun haben. Und im Großen und Ganzen darum von mir leider keine Empfehlung. Ich fand es weder interessant, noch lehrreich, noch unterhaltsam. Wenn es wenigstens eines dieser drei Dinge gewesen wäre, dann wäre ich schon zufrieden gewesen. Aber für mich ist es kein gutes, spannendes Fantasy-Buch. Es ist auch kein Buch, was zum Nachdenken über Religion anregt. Es hat mir irgendwie gar nichts wirklich gegeben. Leider. Und ich weiß, es ist ja schon eine ganze Weile raus. Deswegen hatten wir auch überlegt, sollen wir überhaupt noch eine Rezension drehen? Das kennt die meisten werden es schon kennen. Aber so vielleicht sogar als kleine Warnung. Also von Neil Gaiman würde ich definitiv eher mit etwas anderem anfangen. Ich habe gute Erfahrungen mit The Ocean at the End of the Lane gemacht und auch mit Coraline. Aber das leider für mich nicht. Falls ihr andere Meinung habt, falls ihr das Buch liebtet, dann könnt ihr mir gerne davon schreiben oder was ich jetzt kritisiert habe, was er dazu sagt. Für mich war es leider nichts, für Lotte auch nicht. Und ja, ich hoffe, ich habe mit Neil Gaiman mal irgendwann nochmal Glück, denn ich mag einiges, wie er schreibt. Ich habe auch gerade von ihm ein Vorwort gelesen, was er zu einer Non-Fiction-Sammlung von Terry Pratchett geschrieben hat. Und es war sehr, sehr gut gemacht, aber hiervon war ich wirklich enttäuscht. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.